Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon. Ja, Forza Horizon ist ein Spiel, was irgendwie schon seit Ewigkeiten auf der Xbox kippt. Für mich nicht, denn ich habe immer nur PlayStation gespielt, wollte es mir sogar für die PlayStation holen. Da ist mir gesagt worden, hallo, das ist ein Spiel, was hauptsächlich für Xbox und PC gemacht worden ist, entwickelt. Und somit habe ich mich entschlossen, mir nochmal eine Xbox anzuschaffen. Das ist meine erste Xbox. Ich bin jetzt schon ein bisschen rumgefahren, habe ein paar Autos freigeschalten, ein paar Rennen gemacht. So ganz blicke ich noch nicht ganz durch, bis es hier ein Festival, auf dem wir uns irgendwie... Das Festival soll ich irgendwie erweitern. Durch Rennen, Stunts, Drifts, alles was mit Auto zu tun hat. Und jetzt machen wir Sprint quer durch die Stadt. Ich bin mal gespannt. Ich habe hier einen BMW M3, M4, ich weiß es nicht. Nee, oben steht es, ist ein BMW M4. Ich wüsste gar nicht den Unterschied zwischen M3 und M4. Für mich schauen die alle gleich aus. Und den Start habe ich schon verpennt. Los geht's. Wir fahren, ich weiß gar nicht wohin. Aber wir fahren einfach jetzt mal hier allen hinterher. Und je nachdem, wie ich abschneide, werde ich dann in dem nächsten Rennen, was wir fahren, den Schwierigkeitsgrad anpassen. Aber ich bin motiviert, will unter die ersten drei kommen und auf keinen Fall den Schwierigkeitsgrad irgendwie nach unten schrauben. So, wir brezeln hier mit anderen Supersportwagen schön durch die City. Und das werden wir jetzt auch noch die nächsten paar Minuten anscheinend zu machen. Ich bin aktuell auf Platz 8. Man kann ja auch noch ins Auto einsteigen. Ich weiß nicht wie hier, oder? Steigen wir mal ein. Innenansicht auch mega cool gemacht. Also so schaut es tatsächlich da drin aus. Die Reflexion von der Scheibe auch super cool umgesetzt. Absolut Fun-Spiel. Und was halt schön ist, jeder kann es irgendwie, glaube ich, fast spielen. Denn wer gar nicht mit Rennspielen zurechtkommt, der kann es ja wirklich auf die leichteste Stufe stellen. Was ist denn jetzt los? Nein, ich habe einen Checkpoint verpasst. Verdammt! Was ist denn da passiert? Durchs ganze Labern. Das hole ich ja nie mehr wieder ein, oder? Jetzt heißt es aber mal wirklich pushen. Dass die Bremse hart drauf durch. Ja, der BMW, ein wirklich cooles Auto, schöne Heckschleuder. Nur ob ich auf den letzten gut 40% das Rennen noch für mich entscheiden kann, ich weiß es nicht. Ansonsten sollte ich da katastrophal abschneiden, dann fahren wir das natürlich gleich nochmal. Denn so geht es ja nicht, dass ich da irgendwie noch der Letzte werde. Da habe ich voll den Checkpoint übersehen. Nachher schauen wir auch mal, dass wir die dummen Hilfslinien da wegbekommen. Oder vielleicht nicht mehr komplett anzeigen lassen können. Oder irgendwas geht da bestimmt noch. Oh weh, also ich denke mal, das Rennen wird nicht zu meinen Gunsten ausgehen. Aber wir fahren es gleich nochmal. Es ist wie gesagt mein allererstes Spiel auf der Xbox. Es ist überhaupt meine allererste Xbox. Es ist die Xbox One ohne Pro, S oder sonst irgendwie, wie die Dinger jetzt mittlerweile heißen. Und die habe ich jetzt extra für das Spiel zugelegt. Und das Spiel macht aber richtig Laune, vor allem wenn man da richtig schnell fährt. Immerhin, ich bin auf einem großartigen 11. Platz gelandet, mit dem ich aber nicht leben kann. Wir starten gleich nochmal. Ich möchte unter die ersten drei kommen. Ich möchte unter die ersten drei kommen. Drückt mir die Daumen. Lange Ladezeiten hat das Spiel irgendwie. Aber ich kann auch gar nicht mitreden. Vielleicht waren die früher noch länger und jetzt sind sie kürzer geworden. Ist ja auch wurscht. Los geht's. Schon wieder den Start total versemmelt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Muss man so ein bisschen mal an den Tuning-Einstellungen vom Auto basteln. Das Auto ist original, so wie es herkommt. Stock sozusagen. Und da ist nichts verändert. Und das werden wir aber mal machen. Dann kommen wir da schön durch. Naja, das ist schon wieder nicht so prickelnd für mich. Aber
noch geht es ja eine ganze Zeit lang. So, da quetschen wir uns mal schön innen an den Autos rein. Jetzt habe ich leider den Kontrollpunkt verpasst, oder? Nee, ich hab drüberfahren gilt, jetzt habe ich ihn verpasst. Oder? Nee, auch das war jetzt noch in Ordnung. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mittiger zu fahren. Ja, man kann jetzt richtig schön pushen. Und je nachdem, wie auch der Schwierigkeitsgrad ist, das habe ich schon gesehen, werden auch die Treibertare heißen die hier angepasst. Jedenfalls, das taugt schon mal richtig. Und ich freue mich irgendwann auch mal hier mit echten Gegnern zu fahren. Im Moment sind das ja alles hier wirklich die Treibertare, die sich ja gar nicht so dumm anstellen, wie ich finde. Und dann schauen wir mal. Was haben wir gesagt? Platz Nummer 3 unter die ersten 3 wäre klasse. Und bei der Fahrweise wird es nicht, denn ich schieße mir gerade selber ein Tor. Und wenn ich gucke, wo der erste ist, unten links auf der Minimap, dann weiß ich jetzt schon, das wird nichts mehr werden. Ui, 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 ui. Aber das Feld hier liegt noch sehr, sehr eng beieinander. Von dem her schauen wir mal, was da noch zu reißen ist. Ich werde es auch noch ein drittes Mal fahren, wenn es sein muss. Denn mit Platz 8 gebe ich mich hier nicht zufrieden. Was extrem wichtig ist, was ich schon gemerkt habe, nicht nur pushen und Gas geben, sondern wirklich auch mal beherzt in die Bremse steigen. Wobei mein Motto ist, wer später bremst, ist länger schnell. So, immerhin, ich sehe den vierten vor mir. Jetzt gucken wir mal, wird es direkt noch vielleicht sogar mehr wie der. Sehr gut. Ich werde Dritter, so wie ich das gern gehabt hätte. Oder wie ich mir das vorgestellt habe. Und immerhin dürfte es doch da irgendwas dafür geben, oder? Punkte, Credits, Auto. Schauen wir mal. Hören wir uns mal an, was die Tante sagt. Die eigentlich da immer redet. Die sagt gar nichts aktuell. Es ist Platz 3, über 5000 Credits dafür. Schwierigkeitsgrad und Fahrhilfen 1800 und Aufstellungsbonus. Aha, interessant. Ist mir wurscht, was da steht. Weiter geht's. Was sagt ihr jetzt? Fans. Achso, wir müssen ja Fans gewinnen. Sehr gut. Haben wir jetzt? Sind wir weiter? Haben wir irgendwas erreicht? Ich weiß es nicht. Ich bin absolut der Vollmut. Einer deiner Fans hat gestern erzählt, dass 50 seiner Freunde aus Sydney kommen. Ich glaube, wir sollten bald wieder anbauen. Okay. Was soll ich machen? Ich bin hier, oder wie? Strecke zu einem zu einer Festival-Location festlegen. Okay. Da ist ein Festival. Da ist ein Festival. Und war da noch irgendwo eins oder wie? Ich blick das absolut nicht durch, was hier zu tun ist. Wir fahren jetzt wieder dahin. Weil das ist am nächsten. Ne? Meine einzigartigen Automobil-Ortungssensoren sagen mir, in der Nähe ist ein stillgelegter Klassiker. Vielleicht habe ich auch nur ein Gerücht gehört. Egal, hol ihn dir. Okay. In 200 Metern rechts halten. Rechts halten. In 200 Metern links abbiegen. Okay. Bin da so ein bisschen... Links abbiegen. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Das ist ein bisschen schwierig. In 200 Metern rechts abbiegen. Aber jetzt fahren wir, glaube ich, in der Kolonne. In 100 Metern links halten. Die Vorteile habe ich auch schon wieder vergessen. Lang. Sehr schön. Und hier auf Bass Arena laufen die heißesten Beats mit Scott Tyler. Möchte irgend... Radiosender können wir auch wechseln. Interessant. Ja, jetzt fahren jedenfalls hier ganz viele mit mir mit. Und
Hier soll irgendwo ein Klassiker rumstehen. Ich habe jetzt gar nicht aufmerksam nach dem Klassiker gesucht. Ja. Weiß da wirklich nicht genau, was ich machen soll mit dem Spiel. Was kann ich jetzt hier machen? Okay, erweitern. Wir erweitern mal. Das bleibt doch stehen. Geht das gar nicht? Doch, jetzt, das Auto muss anscheinend komplett stehen, dass sich da was ergibt. Was wird passieren? Was hältst du von Surfern? Ziemlich cool, oder? Von den Wellen an den Strand, auf den Asphalt, auf den Fahrersitz und wieder zurück. Okay. Lass gucken. Fortsetzen? Was kann ich jetzt machen? Da sind Autos im Angebot. Problem ist, ich will gar kein Auto kaufen irgendwie. Ich weiß nicht, warum mir das so ein Klassiker... Ja, so ganz habe ich halt das Spiel absolut noch nicht drauf. Empfehlungen? Das ist alles, das reizt mich ja alles überhaupt nicht. Was will ich mit diesem scheiß alten Weltkriegs-Jeep? Ich kaufe die, wenn ich die brauche. Oder muss ich die kaufen, dass ich die dann wenn irgendwo einsetzen kann? Wenn du fahrbereit bist, solltest du dir diese Ziele vielleicht einmal aus der Nähe ansehen. Fahrbereit. Ja, wir sind fahrbereit. Wir fahren. Unentdeckte Strecke. Wir fahren jetzt einfach mal hier zu diesem PR-Stunt und gucken, was der Tolles kann. X zum Drücken. Warte, ich fahre nochmal zurück. Einmal andere Ansicht. Was war das mit X zum... Okay, alles klar, das ist mir zu blöd. Ich fahre jetzt schnell mal da hinten hin. Und dann gucken, was wir da Schönes machen können. Sehr schön. In 100 Metern rechts abbiegen. Ui, da muss man echt früh aufs Gas. Früh vom Gas runter und schnell auf die Bremse. Witzig, wir fahren hier am Strand entlang. Ach, da kann ich einen Sprung machen, oder wie? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Na, das ist ja boring. Das holen wir gleich nochmal, oder Leute? Da machen wir noch so einen Sprung. Da geht doch mehr. Geht da mehr? Je größer der Stunt, desto besser. Vielleicht alles kannst klar. Du aus einem Stern zwei machen. Alles klar. Das probieren wir auch mal. So, gucken wir nochmal auf die Karte, wo dieser PR-Stunt ist. Der ist. War der hier? Gefahrenschild. Der war das. 30 Meter haben wir schon. Wir müssen auf 137 kommen, dass wir 3 Sterne bekommen. Das machen wir mal. Los geht's. Ich bin richtig gespannt. Schauen wir dann richtig schön Schwung nehmen dann. Jetzt fahren wir schön zurück. Alter, das nervt mich mit dieser Traktionskontrolle ein bisschen. Wie weit geht es hier zurück? Fahren wir einfach nochmal ein Stück zurück. So. Links abbiegen. Also das dürfte doch reichen für 130 Meter. Und 3 Sterne, oder? Achtung, Achtung. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Oh nein, überhaupt nicht, Leute. Überhaupt nicht. Oh, das nervt mich, der Wagen. Er kommt mir sehr schlecht vom Fleck mit dem. Gut gemacht, Boss. 2 Sterne. Einer Komm. Fürs Können, einer fürs Überleben. Für den dritten kann der da durch? Womöglich einen größeren Motor. Nee, einen größeren Motor brauche ich nicht. Eieiei. Okay, wir probieren das gleich nochmal. Das macht Spaß. Was nicht Spaß macht, ist, dass der Wagen so beschissen anfährt. Diese Traktionskontrolle. So. So, also wenn das muss doch wirklich jetzt schöner langer Anlauf sein.
So, und auf ein neues. Wo ist der Sprung? Der ist da hinten. So, ich sehe den schon. Hoffentlich treffe ich das gescheit, die Rampe. Nee, leider nicht. Leider nicht, aber auch noch fehlgeschlagen. Oh, zurückspulen, sehr gut. Das probieren wir auch gleich mal aus. Wie weit können wir denn zurückspulen? Beim fehlgeschlagenen Stunt. Das ist ja hier gar nicht schlecht. Okay, nochmal. Und Leute, los geht's. Weniger lenken ist mehr. Ich komme perfekt drauf. Aber die 130, die schaffe ich nicht mit dem Ding. Also das muss schon ganz anders laufen. Aber das macht nichts. Wir haben das gut hinbekommen. Neue Fans bekommen. Und dann gucken wir gleich zum nächsten. Was haben wir hier? Eine unentdeckte Strecke. Genau weiß ich auch nicht, was es ist. Da fahren wir jetzt mal hin. Ah, irgendwie habe ich das jetzt nicht richtig gemacht. Nochmal. Geh mal hin. Route festlegen. A. Vielleicht bin ich schon da, oder? Schließen. Ah ja, das ist direkt da vorne. Dann gucken wir mal, was da Schönes uns erwartet. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Straßenbahnrennen. Das klingt witzig. Das probieren wir mal aus. Und dann nehmen wir wieder denselben Wagen. Aber vielleicht kann man da ein bisschen was noch ändern. Ich versuche den jetzt mal. Ich stell jetzt den Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen höher. In der Hoffnung. Weiß ich auch nicht, in welcher Hoffnung. Straßenbahnsprint. Pass mal auf, hier ist Ding, oder? Jetzt geht das gerade nicht, das Menü. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Geht es noch? Oh nein, es geht nicht. Okay, dann fahren wir zu. Okay, los geht's. Bin ja mal gespannt, wie das jetzt hier ausgeht und was das mit der Straßenbahn zu tun hat. Uiuiui. Das war nichts. Das ist mal mit der Zurückspulerei. Dass man einfach mal ein bisschen die Strecke kennenlernt. Und dann versuchen wir die im nächsten Rennen besser zu fahren. Okay, wir haben einen richtig schönen Schwungüberschuss. Und hier kommen wir gerade ganz gut voran. Sogar vom Gas runter. Uiuiui. Aber können wir schön an der Betonwand entlang drücken. So, hier gleich scharf rechts. Sehr schön. Weiter geht's. Aktuell Platz Nummer 6. Ich komme an dem vorbei, also auf Platz Nummer 5. Scharf bremsen. Was sind wir? Platz 5. Irgendwas stand doch da vorne mit Straßenbahn, oder? Ich weiß gar nicht. Oh, jetzt kommen wir gleich in den Kreisverkehr. Das dürfte witzig werden hier. Boah, das Rumdriften. Ja, so ein bisschen geht es. Aber nimmt eigentlich nur viel Speed weg und bringt jetzt gar nichts. Großartiges, sauberes Rennen. Ah ja, okay. Jetzt habe ich das ein bisschen verplant hier, den Bremspunkt, eine Kurve. Und wie schön, schaut mal, die Sonne geht auf in Australien. Und wir haben noch gute 30% von der Strecke zu fahren, was mich dann doch noch hoffen lässt. Ich gucke mal näher am Monitor. Oder vielleicht doch noch irgendwie Erster werden können. Beziehungsweise so schaut es gerade gar nicht aus, nach dem Mist, was ich mache. Ich muss einfach mal früher bremsen. Bremse ich mal ganz stark von früh. Ja, da kommt man eindeutig besser rüber. Gas geben macht halt dann doch mehr Spaß, wie stark bremsen. So, noch 20%. Wenn die Strecke nicht so anspruchsvoll wird, dann kann ich da irgendwo vielleicht noch vordüsen. Ansonsten... Oh, nee, nee, nee. Oh ja, doch, gar nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal, als Dritter sind wir im Moment.
Aber stand da nicht gerade irgendwas mit Straßenbahnrennen? Anscheinend war es nur ein Straßenrennen und ich habe die Bahn hinzugefügt. Muss ich es nochmal lesen. Klingt mir an der Stadt Straßenbahnrennen. Straßenbahnsprint. Doch, alles klar, ich habe das schon richtig gelesen. Kam halt nicht vor, macht ja auch nichts. Das haben wir schon mal gut geschafft. Wir machen aber jetzt Folgendes. Wir machen das nochmal. Neu starten. Möchten Sie die Veranstaltung wirklich nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren? Ja, ist doch wurscht. Und dann probieren wir das aber jetzt doch mal in einem anderen Schwierigkeitsmodus. Darf das jetzt nur nicht verpassen, rechtzeitig zu drücken. So, Straßenrennen, hier, Schwierigkeit, alles klar. Passen Sie mal an. Ich bin jetzt bei anspruchsvoll, jetzt gehen wir mal auf schwer. Drivatar sehr erfahren, okay. Was brauche ich noch? Habe ich auch keinen Bock mehr auf, wo ist denn hier irgendwas mit Traktionskontrolle? Erstmal mal an, Lenkung, Bremse, ABS, na, das hat doch jedes Auto, das behalten wir auch. Ideallinie voll, nur Bremshilfe. Dann nehmen wir mal nur Bremshilfe und dann gehen wir auf A wie akzeptieren und dann gehen wir auf starten und dann fahren wir dasselbe Rennen jetzt nochmal. Ein bisschen anspruchsvoller, aber ich habe schon wieder den Start verpasst. Und dann gucken wir mal. Und das soll es dann auch schon mit der ersten Folge meinerseits gewesen sein. Hat dann mir doch richtig viel Freude bereitet. Ei, ei, ei. Ich spule mal zurück. Da ist der Spiegel auch wieder dran, das ist ganz wichtig. Ich habe es nur wegen dem Spiegel gemacht. Und weiter geht's. Naja, da kann man direkt noch weiter zurückspulen. Das ist jetzt wurscht. Wir üben das hier alles mal schön zu fahren. Eine sehr schöne Strecke auch ist und des Weiteren, es wird auch in wenigen Augenblicken dann hell und das ist auch toll. Ui, alles klar, das ist schon ein Unterschied, ob man mit dieser Fahrhilfe fährt oder nicht, beziehungsweise mit diesen Hilfslinien. Ich merke das sofort. Okay. Oh, ganz schlecht, ich sehe es. Ich bin ja letzter. Aber okay, ich habe auch extra den Schwierigkeits Grad hochgestellt, dass etwas anspruchsvoller wird, weil es ist ja schön langweilig, wenn man bei jedem Rennen gleich gewinnt oder gar keine Motivation hat, irgendwie weiterzumachen, weil es so einfach ist. So, starkes Rennen. Dadurch, Checkpoint 1, nächster Checkpoint in der Kurve, weiter geht's. Checkpoint, ich meine Checkpoint. Ist schwieriger schon, auf jeden Fall, aber macht auch gleich mehr Spaß, dass ich ein bisschen anstrengen muss. So, da wird es langsam hell, die Sonne geht auf im Kreisverkehr. Schiebt er mich noch in die richtige Richtung? Nein! Gut, ich brauche jetzt auch nicht großartig irgendwie zurückspulen, denn es wird wahrscheinlich an der Platzierung nichts mehr ausmachen. Witzig ist auf jeden Fall zu fahren, es macht tierisch Spaß. Wenn ich schon so verkackt habe, können wir auch die Innenansicht mal nochmal nehmen. Wie ist die hier? Und dann schauen wir nochmal, dass wir da ein bisschen rumkommen. Das macht richtig Spaß mit den Lichteffekten. Aber bis jetzt bereue ich den Kauf des Spieles und sogar der Konsole überhaupt nicht. Im Gegenteil, das Licht kommt richtig gut rüber. Sehr cool, wirklich cool. Macht wahrscheinlich auch richtig Gaudi mit einem Lenkrad oder irgend so einem anderen pfiffigen Teil, mit dem man lenken kann. Aber soweit ich weiß, Lenkräder sind sauteuer. Da bist du ja gleich mal irgendwie ein paar hundert Euro los für ein gutes Lenkrad. Das lassen wir jetzt erstmal. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir mit dem hier gut durchs Ziel kommen. Also es kommt wirklich super cool und dynamisch rüber, das Spiel. Auch in der dieser Ansicht, wie man die auch nennt. Das sind so meine Lieblingsansichten, aber das ist schon richtig cool gemacht hier, auch wirklich die Innenansicht. Eieiei. Jetzt schaut mal, ich bin schon richtig weit weg vom Schuss. Also das ist super dynamisch hier, oder halt. Das da, finde ich das noch besser. Ja, sehr gut, ich bin leider letzter geworden. Ich werde das Rennen nochmal fahren, allerdings dann in einem neuen Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Reinklicken und schaut euch doch Folge Nummer 2 auch noch an. Dankeschön, ciao.